Ich lese kurz ein kleines Liebesgedicht, bevor ich den Text lese. Es ist ein Liebesgedicht für Orks. Sind heute Orks hier? Zwerge? Unter 1,70. Ich bin Zwerg. Menschen? Trolle? Zwei. Das Gedicht geht um eine Ork-Dame, Grunhilde. Und es ist das einzige Ork-Gedicht, was es gibt. War ein Auftragstext. Ja. Und es geht so. Oh, zack, zack, zieh! Oh, duck, duck, bist da! Jupp! Dankeschön. Ja, es geht darum, wie man eine Blume pflückt für die Ork-Dame. Und die anzündet. Und damit ein Feuer legt, um dann Zwerge und Menschen zu verbrennen. Ich fand's gut. Der folgende Text ist auch gut. Der heißt Hannes. Ist heute ein Hannes hier? Echt? Okay. Nicht einmischen. Es geht so. Okay. Es geht so. Hallo, mein Name ist Hannes und wir müssen los. Das waren die ersten Worte, die ich mit Hannes sprach. Er rannte dann los und ich sah ihn nie wieder. Wieso, Hannes? Wieso? Es geht noch weiter. Mein Leben lang suchte ich dann nach ihm. Meine Gedanken waren davon besessen, Hannes zu finden. Ich dachte an nichts anderes mehr. Ich aß sogar mein Müsli nicht mehr. Und ich liebte Müsli. Und hatte mein Leben zuvor noch wenig Sinn gemacht, denn ich besuchte die Schule und wusste nicht, was ich danach in meinem Leben anfangen sollte. Jetzt hatte mein Leben einen Sinn. Ich musste Hannes finden. Keinen anderen Gedanken konnte ich fassen. Immer wieder dachte ich an unsere Begegnung, wie er es sagte. Ich heiße Hannes und wir müssen los. Es klang nach etwas Großem, wichtigen Taten. Hannes hatte eine Aufgabe für mich, ich wusste es genau. Welche Aufgabe das wohl war, es muss gigantisch gewesen sein. Ich malte mir aus, dass Hannes zu einer intergalaktischen Raumfähre gehörte und der schnellstens mit mir von dieser Erde entfliehen musste. Oder nur er wusste, dass eine Katastrophe bevorstünde, die die Erde in wenigen Wochen zerstören würde. Und deshalb mussten wir schnell los. Ich weiß, dass Hannes etwas wusste, was ich nicht wusste, und ich musste es herausfinden. Ich musste Hannes finden, komme was wolle. Ich malte Bilder von ihm und hing sie an Straßenlaternen. Und ich rief im Park, Hannes! 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 Doch er rief nicht zurück. Also ging ich zur Polizei, doch die sagte nur, ich würde meine Zeit verschwenden. Niemand weiß, wer Hannes war. Woher er kam und was er überhaupt wollte und warum er so bald wieder verschwand. Ich war wohl nicht der Einzige, der Hannes suchte. Viele Anzeigen gingen bei der Polizei ein. Viele Menschen waren genervt von Hannes, denn viele zeigten ihn an. Ich verstand nichts. War ich also nicht der Einzige, den Hannes aufsuchte? War ich nur einer von vielen? Kann das sein? Ich war enttäuscht. Niedergeschlagen. Verdammt, Hannes, wieso? Doch ich ahnte nicht, was Hannes in unserer Stadt auslösen würde. Denn viele suchten nach Hannes. Viele hatten geglaubt, er würde ihr Leben ändern. Viele sahen in ihm die Antwort. Und einige gründen recht fix eine neue Religion, die auf Hannes aufbaute. In nomine Patris, in nomine Hannes. Ganze Kirchen wurden nach Hannes gebaut. Nach seinem Abbild. Doch auch Kritik äußerte man. Die einen wollten ihn als rechtmäßigen Erben Königs Artus und die anderen wollten ihn finden und auf einen Scheiterhaufen verbrennen. Die einen wurden seine Anhänger mit Schildern, auf denen stand Hannes, der kann es.
und Make Hannes Great Again. Da liefen sie durch die Straßen. Tausende. Teils mit Fackeln, teils nur mit Schildern und Plakaten, und sie forderten Hannes auf, er solle ihr Leader sein. Doch Hannes tauchte nicht auf. Nicht einmal als Schützenfest war. Denn da verstanden sich immer alle gut, egal ob pro oder contra Hannes. Und so ging Hannes in die Geschichte ein. Man baute ihm ein Denkmal, man gründete eine neue Kampfkunst. Hannes Wando. Sie war schwächer als Karate, aber stärker als Kung Fu. Und sie nannten alle ihre Kinder Hannes. Sogar die Mädchen. Hannes war überall, denn es war Hannes gewesen, der diese Stadt wachrüttelte. Der alles bewegte und zu dem man aufsah. Jahre ging das dann so weiter. Und heute, viele Jahre später, habe ich Hannes im Supermarkt getroffen. Hannes, rief ich. Hannes, du bist ja zurück. Und ich wollte ihn gerade fragen, wo er gesteckt hat. Da unterbrach er mich und rief zu mir. Hi, ich bin Hannes und wir müssen los.